Hallo. 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 Hallo, grüß Gott miteinander. Hallo. Guten Hallo. Tag. Guten Tag. Sehr schön. Die Hallen füllen sich. So, ich sehe immer mehr Leute. Wir sind schon 26. Wir warten noch einen Augenblick. Sehr schön. Ich sehe sehr bunte Hintergründe mit Bergen und Wiesen. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Wohl. Ich bin Peter Hartmann und ich gestehe, ich bin ein Shopaholic. Aber keine Sorge, ich bin heute nicht hier, um meine nächste Shoppingtour mit Ihnen zu planen, obwohl ich zugeben muss, dass ich kaum an einem neuen Ladenkonzept vorbeigehen kann, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Ich bin der Typ, der in jeder Stadt nach dem neuesten Retail-Hotspot Ausschau hält, nicht weil ich mein Geld mit beiden Händen ausgeben möchte, sondern weil ich fasziniert bin von der Magie des Moments, wenn ein Laden mehr als nur Produkte verkauft, sondern zu einem echten Erlebnis wird und dann auch im Gedächtnis bleibt. Und ja, ich bin auch derjenige, der es liebt, täglich frische Lebensmittel einzukaufen, manchmal sogar zweimal am Tag. Ich folge dabei aber nicht nur meinen Launen, sondern auch meiner Nase, meinen Augen und meinem Gaumen. Ich bin zwar kein Impulskäufer, aber ich lebe für die bewusste Wahrnehmung dieser kleinen Dinge, die das Einkaufen so besonders machen. Und genau deshalb sind wir heute hier. In unserer Webinarreihe tauchen wir ein in die Welt der aktuellen Trends, analysieren, was den Einzelhandel heute bewegt und erforschen, wie wir aus Kunden echte Fans machen können. Es geht um die Customer Experience und Emotionen im Retail. Es geht uns aber auch um Ihre Sicht auf all das, denn Ihr Feedback ist Gold wert und wir freuen uns auf den lebhaften Austausch mit Ihnen. Wir zeichnen diese Vorstellung auf und hoffen auf Ihr Verständnis. Gerne die Kamera an, aber das Mikrofon aus. Stellen Sie uns auch gerne Fragen im Chat, die wir während der Veranstaltung oder auch danach beantworten. Im Nachgang senden wir Ihnen auch gerne diese Präsentation als PDF-Datei. Heute starten wir mit unserem ersten Webinar dieser Serie. Und ich habe nun die große Ehre, Ihnen meine geschätzte Kollegin, Frau Dr. Claudia Armbruster, vorzustellen. Sie wird gleich ihr beeindruckendes Fachwissen mit uns teilen. Also lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich an und bereiten sich auf eine inspirierende Reise durch die nächsten 80 Minuten vor. Auf geht's und vergessen Sie nicht, das Einkaufen zu genießen. Dankeschön. So, vielen Dank, Peter. Ja, der Herr Hartmann hat es schon gesagt. Mein Name ist Claudia Armbruster und ich werde heute durch dieses Webinar führen und die Inhalte vorstellen. Ich freue mich wahnsinnig darauf, das auszuprobieren. Wir haben uns entschlossen, diese Art Format anzubieten, um zu inspirieren, um nochmal Wanzel und unsere Expertise aus einer ganz anderen Sicht mit Ihnen und dem Markt zu teilen.
Und deswegen herzlich willkommen. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Chefkoch, der ein neues Restaurant eröffnet oder der ein neues Menü ausprobieren möchte. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es wirklich allen schmecken wird. Manchmal steht einer mehr auf Koriander oder einer mag irgendwie keinen Kaviar. Aber ich glaube, ich habe für alle Geschmacksrichtungen etwas dabei. Und natürlich geht es heute nicht ums Essen und Gastronomie, sondern es geht um Retail. Und es geht darum, was passiert eigentlich da draußen im Moment und was fasziniert mich und was fasziniert uns bei Wanzl. Die meisten im Call werden Wanzl kennen. Wanzl ist in Zahlen eine global agierende Firma. Wir haben insgesamt 4.600 Mitarbeiter weltweit, 11 Produktionsstandorte, 7 Länder, 27 internationale Vertriebsniederlassungen und auch 50 internationale Vertretungen. Und wir sind unterwegs, nicht nur im Handel, also im Retail, sondern auch im Bereich Material Handling, im Bereich Airport, im Bereich Access und auch im Bereich Hotel. Wenn wir alle wahnsinnig viel Zeit hätten und auch unbegrenzte Reisebudgets, dann würde ich wahrscheinlich jetzt vor Ihnen stehen in Leipheim, das ist in der Nähe von Ulm, und würde über Innovation und tolle Trends im Retail referieren. Heute machen wir das virtuell und Peter hat ja schon gesagt, sein Herz brennt für den Retail und für den Handel und das Einkaufen. Wer vorher vor dieser Veranstaltung sich meinen Lebenslauf angeguckt hat, der hat vielleicht so ein paar Fragezeichen im Kopf. Warum spricht die Frau Armbruster über Retail und ist die übrigens überhaupt eine Retail-Expertin? Und da muss ich sagen, natürlich durch meine anderthalb Jahre, wo ich jetzt die Innovation bei Wanzl betreue und verantworte, aber auch schon in meinem früheren Leben. Das würde ich Ihnen dann auch gleich noch nicht beweisen wollen, aber zeigen wollen, wo die Expertise herkommt. Aber zuerst, und normalerweise macht man das, glaube ich, am Ende von der Präsentation, möchte ich mich bei all meinen Kollegen bedanken, die das heute möglich gemacht haben. Sie kennen das vielleicht, am Ende von Konzerten sagt der Sänger oder die Gruppe immer herzlichen Dank an die Crew und vielen Dank, dass alle im Hintergrund mitgearbeitet haben. Ich dachte mir, ich mache das mal im Vorfeld. Was ich heute zeige, ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern der Herr Hartmann hat unterstützt, unsere Shopfitting-Experten, der Bernd Kass, der Tino Pilharz, das Marketing mit der Frau Sauter, meine Kollegen, die Stefanie Jordan, die Stefanie Weniger und dann auch ganz viele Kollegen aus internationalen Niederlassungen. Wir haben Kollegen aus den UK, die unterstützt haben, aus den USA. Wir haben einen ganz umtriebigen Niederlassungsleiter in Middle East. Und all dieser Input ist heute eingeflossen für unsere erste Session. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, naja, was ist das jetzt hier und worum geht eigentlich dieses Webinar? Und das möchte ich im ersten Schritt nicht inhaltlich beantworten, sondern wieso, weshalb, warum? Warum sind wir hier? Es geht um Inspiration. Es geht um Inspiration, es geht um Anregungen, es geht zum Blick über den Tellerrand hinweg. Es geht um Highlights des globalen Teams, also was findet das Wanzl-Team eigentlich erwähnenswert und im Moment State of the Art und so ein bisschen der Blick, was könnte möglich sein. Ich kann Sie beruhigen, es geht nicht um Wanzl-Produkte. Ich glaube, auf der vorletzten Slide haben Sie die einzigen Wanzl-Produkte in der ganzen Präsentation gesehen. Es geht nicht um konkrete Lösungen, es geht nicht um Vertrieb. Und es geht nicht um, was ist heute möglich, sondern es ist immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Es sind auch ein paar Beispiele dabei, die natürlich heute schon auf dem Markt sind. Und als Inspirationsgrundlage dienen uns natürlich die verschiedensten Messen, die wir besuchen. Wir waren dieses Jahr auf der Eurocis, wir waren auf der China Shop, wir waren auf der NRF Retail Big Show. Wir schauen uns natürlich Trendberichte an. Und all das versuchen wir zu screenen und die Highlights herauszuarbeiten. Und ich habe eben schon gesagt, warum ich und warum bin ich
so wahnsinnig an Innovationen interessiert. Für Sie, die mich nicht kennen, ich denke, es ist ein paar im Call, den ich auch schon persönlich über den Weg gelaufen bin. Ich bin promovierte Psychologin. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, 20 mittlerweile, Psychologie studiert und habe mich intensiv mit dem Herrn auf der linken Seite beschäftigt. Das ist der Erfinder der Maus. Der hat auch die erste Maus tatsächlich in Händen, die wir alle kennen, die heute ganz anders aussieht. Douglas Engelbart, und ich habe mich mit Hardware-Ergonomie beschäftigt. Also wie geht man eigentlich mit Geräten um? Dann habe ich in meiner Doktorarbeit virtuelle Realität erforscht. Damals ein Thema, das ganz, ganz weit vorne war aus meiner Sicht. Wenn man sich den Markt heute anguckt, ist virtuelle Realität immer noch nicht ausrollfähig, beziehungsweise nur in kleinen Dosen wirklich erhältlich. Aber es war ein wahnsinnig spannendes Thema. Und dann hat mich meine Dienstleister- und Beraterkarriere durch ganz viele verschiedene Branchen geschickt. Und das aufmerksame Auge wird da auch viele Retailer entdecken. Mein erstes großes Projekt im Handel war tatsächlich mit Rewe. Wir haben damals mit einer Hamburger Agentur den ersten deutschen Lebensmittellieferservice an den Markt gebracht. Das war 2012, also jetzt vor mittlerweile 12 Jahren. Ich habe im Modebereich sehr viel gemacht. Ich habe damals der Holy Fashion Group geholfen, die Flagship-Stores online zu bringen, also Strelsan, Joop und Windsor, und habe mich immer mit der Darstellung von Produkt und dem Verkauf von Produkten eigentlich beschäftigt. Sehr viel online und heute dann bei Wanzel auch offline. Und wenn man sich das anguckt, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Beide Seiten habe ich mal betreut in meinem Leben. Im Grunde genommen ist es sehr, sehr ähnlich, wenn man bei Rewe einen Bio-Joghurt verkauft oder bei Bottega Veneta eine sehr, sehr teure Handtasche. Aber die Präsentation, die Anforderungen der Nutzer unterscheiden sich natürlich immens. Und diese Liebe zum Produkt und diese Liebe zum Verkaufen von Produkten, die ist mir geblieben und die möchte ich auch heute mit Ihnen teilen. Ich habe jetzt eben schon ein, zweimal gesagt, Innovation. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir oder ich mit Ihnen mein Verständnis von Innovation teile. Und wenn man das nachschlägt, und es ist jetzt eine ganz einfache Definition von Wikipedia, heißt es, Innovation ist umgangssprachlich eine neue Idee oder eine Erfindung und deren wirtschaftliche Umsetzung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und damit versuche ich auch immer, meine Kollegen in die richtige Richtung zu pushen. Ich bin keine Erfinderin. Ich versuche, Innovationen im Markt zu finden, mit denen man Geld verdienen kann, mit denen man Probleme löst, mit denen man für Kunden Geld verdienen kann. Und dabei ist eines meiner Lieblingszitate: Eine Innovation ist die erfolgreiche Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung und nicht allein ihre Erfindung. Schon relativ alt, österreichischer Ökonom und Politiker. Aber wichtig ist, dass man mit Innovationen Geld verdient. Und das ist natürlich auch die große Herausforderung, weil Ideen haben wir immer viele, aber die Ideen dann tatsächlich an den Markt zu bringen, ist natürlich relativ komplex und auch häufig langwierig. Jetzt starten wir mit dem Inhalt, aber das soll ja nicht nur Frontalpräsentation sein. Gibt es eventuell eine Frage von Ihnen? Gibt es irgendwas, was Sie noch loswerden wollen, bevor wir in den eigentlichen Inhalt starten? Und der Peter muss da so ein bisschen gucken, weil in Teams sehe ich nicht alle Teilnehmer. Vielleicht können Sie so ein bisschen Daumen hoch. Ist alles gut? Funktioniert die Technik? Sie verstehen mich gut? Sonst alle Fragen, die man sich überlegen kann. Ah, der Herr Joachim Fuhrberg, das ist auch der Herr mit den schönen
Sperren im Hintergrund. Es ist alles gut. Ich gebe, ja, sehr gut. Ja, auch hier von Umdash kriege ich auch einen Thumbs up. Sehr gut. Alles klar, dann machen wir weiter. Also, Inhalt. Darauf warten Sie wahrscheinlich alle. Ja, und nicht nur hier, Frau Armbruster stellt sich vor und erzählt aus ihrer Lebensgeschichte. Was beschäftigt uns eigentlich, wenn wir uns die Markttrends angucken? Und Ausgangspunkt für uns bei Wahnsinn sind immer Trends und Technologien. Was ist im Handel eigentlich im Moment aktuell? Wo geht's hin? Und wir haben für unsere interne und auch externe Kommunikation 4 Kategorien gebildet. Das ist einmal Technologietrends, ökonomische Trends, Konsumententrends und regulatorische Trends, mit denen wir uns beschäftigen. Es würde mich natürlich unglaublich interessieren, bevor wir in den Inhalt einsteigen, welche dieser Kategorien Sie am meisten interessiert. Wir können da jetzt nicht in die Interaktion gehen mit allen Teilnehmern, aber wenn Sie eventuell da mal kurz drauf gucken und in den Chat schreiben würden, oh, Ortsveränderung, Städteplanung, Cybersecurity, das sind so spannende Themen, fände ich das wahnsinnig spannend. Und ich muss Sie eventuell enttäuschen oder ich muss Ihnen auch sehr viel Erleichterung jetzt geben. Ich werde nicht über alle 4 Kategorien sprechen und ich werde auch nicht über alle Unterpunkte heute sprechen. Wir haben viel diskutiert für die erste Session, was wir als Themen auswählen. Und heute möchte ich mit Ihnen teilen, und ich bin da sehr großes Fangirl, auf der Technologieseite Automatisierung, Robotik und Digitalisierung. So ein bisschen, weil es mir sehr am Herzen liegt und weil ich auch wahnsinnig faszinierend finde, was da draußen los ist. Und dann das Thema Serviceökonomie. Keine Sorge, das Webinar wird eine Reihe. Wir werden uns im Laufe der Zeit auch mit anderen Themen beschäftigen. Aber jetzt möchte ich einsteigen in die Technologie, in Automatisierung, Robotik und Digitalisierung. Warum treibt uns dieser Dreiklang eigentlich so um? Und häufig hört man heute, es muss schneller gehen, es muss einfacher gehen, es muss effizienter werden. Und dabei helfen uns natürlich diese Themen. Und häufig werden auch all diese Themen in einen Topf geworfen. Jetzt würde wahrscheinlich der Ingenieur sagen, das sind ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Für mich ist es im Grunde genommen okay, weil sie sind eindeutig miteinander verwandt oder sogar verschwägert. Und das eine funktioniert halt auch nicht mehr ohne das andere. Wenn wir uns den Begriff Automatisierung anschauen, dann haben wir die Übertragung von Prozessfunktionen, von Prozessabläufen, von Menschen auf technische Systeme. Bei der Digitalisierung haben wir die Digitalisierung häufig von physikalischen Dingen, also von Papier, von Etiketten, alles, was irgendwie ersetzt werden kann. Wir haben digitale Währung und bei der Robotik haben wir natürlich so ein bisschen die Automatisierung und die Digitalisierung zusammen. Und ich möchte anfangen mit Beispielen aus Automatisierung und Robotik. Und was mich bei der Vorbereitung solcher Veranstaltungen immer wahnsinnig fasziniert, wenn man auch so ein bisschen in die Historie guckt. Und Automatisierung ist überhaupt gar keine Erfindung der Neuzeit. Es gab nämlich im antiken Griechenland eine Göttin, es hat mich sehr gefreut, dass es eine Göttin ist, die hieß Automatia und die stand damals schon für von selbst kommend automatisch tun, selbstständiges Handeln. Und von daher ist es eigentlich ein ganz altes Thema der Menschheit, dass wir versuchen, Dinge zu automatisieren und sie einfacher zu machen. Wenn wir jetzt in die Jetztzeit gucken und auch so ein bisschen auf den Handel, was passiert da eigentlich und was bedeutet Automatisierung für uns? Gibt es eine Studie von McKinsey vom Global Institute Analysis, die besagt, dass im Einzelhandel, und das ist immer so eine Frage, in der Theorie 54% der aktuellen Arbeitstätigkeiten automatisiert werden können. Und McKinsey schätzt, dass in 2030 tatsächlich 35% dieses Automatisierungspotenzial genutzt wird. Und das heißt wieder Fluch und Segen zugleich.
Wir können im Einzelhandel durch Automatisierung bis 2030 6 Millionen Vollzeitbeschäftigte ersetzen bzw. freimachen für andere Tätigkeiten. Also ich muss vielleicht dann nicht mehr stupide Tätigkeiten ausführen, sondern ich kann mehr in die Kundenberatung investieren. Die Zahlen haben mich ein bisschen verwundert. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist wahnsinnig viel. Aber wenn man sich tatsächlich tiefer mit den einzelnen Bereichen auseinandersetzt, dann tut sich da auf der technologischen Seite sehr, sehr viel. Und gerade vor 2-3 Wochen kam ein Video von den Boston Dynamics ins Internet. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Kollegen kennt. Ich sehe sie natürlich jetzt wieder nicht. Von daher stelle ich die Frage einfach rhetorisch. Das ist der neue Atlas. Atlas ist ein humanoider Roboter, der in der Theorie ganz viele menschliche Arbeiten übernehmen kann. Und das Faszinierende an Atlas ist mittlerweile, dass der tatsächlich vieles kann. Also ich möchte nicht sagen, alles kann mechatronisch, was ein Mensch kann. Aber vor allem hat er überwunden, dass er aufstehen kann. Das war lange Zeit ein großes Problem in der Robotik, dass Roboter, die auf zwei Beinen stehen, wenn die hingefallen sind, nicht mehr eigenständig aufstehen konnten. Und mittlerweile kann das Atlas. Ich habe Ihnen das auch mitgebracht und es sieht so aus. Jetzt sieht er da, als würde er im Bett liegen fast. Aber dadurch, dass er besser als jeder Yogi seine Gelenke verdrehen kann, ist dieser Roboter in der Lage, eigenständig aufzustehen, alles zu greifen, was zu greifen ist in seiner Range. Wenn man sich das so anguckt, hat er tatsächlich Vorteile zu unseren Gelenken, weil die oft 360 Grad sind. Und jetzt werden einige von Ihnen den Kopf schütteln und sagen, ja klar, gibt's, aber ist ja noch nicht marktreif. Aber was wir nicht vergessen dürfen, die Roboter heutzutage können rennen, gehen, laufen, hüpfen, Türen öffnen. Die können Tablettwagen, also Servicewagen schieben. Die können Gebärdensprache, die können Musikinstrumente spielen, die können Getränke einschenken. Ja? Also es ist unglaublich viel, was so ein Roboter kann. Und die Frage ist halt, wann sehen wir die auch bei uns in der Fläche? Wenn ich solche Geschichten erzähle, kommen dann die Zahlen, Daten, Faktenmenschen und fragen, naja, klar, jetzt gibt es da so einen Roboter, aber wird es für uns wirklich einen Unterschied machen? Und ich habe die Zahlen gefunden bei Statista und der Robotikmarkt wird in den nächsten schon 4 Jahren aus meiner Sicht explodieren, wenn diese Voraussagen eintreffen. Heute haben wir noch einen relativ kleinen Markt von so ungefähr hier 39 Milliarden. Und das Marktsegment der Service-Roboter, wenn man sich die beiden Kurven ansieht, aus meiner Sicht explodiert das. Lässt sich auch einfach erklären, Industrieroboter, die wir auch in unseren Produktionsstätten zum Beispiel haben, das sind programmierte Maschinen, die stehen an einem Ort, die sind relativ dumm, weil sie Tag ein, Tag aus das Gleiche tun. Aber durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz heutzutage werden diese Service-Roboter den Markt einfach sprengen. Und wenn man sich die Zahl 2028 anguckt, reden wir hier allein für die Service-Roboter von einem prognostizierten Marktvolumen von über 50 Milliarden und insgesamt für die Robotikwelt über 60 Milliarden in 2028. Also können wir davon ausgehen, da kommen noch einige Atlasse auf uns zu und gerade in der Kombination aus künstlicher Intelligenz und Robotik liegt die Zukunft. Was wir heute schon sehen, und ich fange jetzt mal so hinter den Kulissen an,
Ich denke, viele von Ihnen kennen das. Ich war vor 2, 3 Wochen bei Knusper, das ist ein Lebensmittellieferservice hier in München, und habe mir da das Lager angeguckt. Und da habe ich das AutoStore-System das erste Mal live gesehen. Ich war vorher schon fasziniert, aber in live war das eine ganz andere Nummer, weil diese Robotertechnologie im Lager die Kommissionierung und auch das Picking absolut revolutioniert. Es wird gelagert, es wird kommissioniert, es wird gepickt und dabei summen diese Ameisen im System herum. Und ich stelle mir die Frage, wie sieht denn das bald aus in kleineren Lägern im stationären Handel? Das ist natürlich jetzt alles noch riesige Fläche, aber es wird ja alles schneller, es wird alles kleiner. Und ich glaube, dass das nicht nur relevant ist für den E-Commerce. Ich habe ein Exotech-Video mitgebracht, wo man sieht, wie hier Mensch, Roboter, natürlich für hinter den Kulissen, das ist ein Beispiel von Carrefour, funktioniert. Und wenn man das halt weiterdenkt und sich überlegt, okay, noch 2 Jahre, noch 3 Jahre, noch 5 Jahre, ja, wo haben wir noch mehr Verknüpfung Mensch-Maschine? Wo helfen uns Roboter? Aus meiner Sicht unglaublich faszinierend. Das ist jetzt schon ein älteres System und man sieht hier sowohl das Beladen der Stationen als auch das Entladen der Stationen. Aus meiner Sicht unglaublich faszinierend und damit auch natürlich Geschwindigkeit und Effizienz, die ein Mensch wahrscheinlich nicht an den Tag legen könnte. Und das ist nicht das einzige Beispiel, das ich mitgebracht habe. Im Moment arbeiten wir oder zusammen mit einer kleinen Firma in Deutschland, Chirontec. Und jetzt für die, die dem Lebensmitteleinzelhandel oder aus dem Lebensmitteleinzelhandel kommen, einer der größten Painpoints oder Schmerzpunkte im Lebensmitteleinzelhandel ist Pfandsortiererei. Ich weiß nicht, ob Sie mal in so einem Pfandsortierraum waren. Ich habe letztes Jahr ein Praktikum bei Edeka gemacht und durfte und musste alle Stationen in einem Edeka durchlaufen, auch das Pfandsortieren. Und das ist wirklich keine schöne Arbeit. Und dieser Leergutroboter, habe ich auch ein Video dabei, der entlastet das Personal und ermöglicht unglaublich effiziente Arbeitsabläufe und die Win-Win-Situation, dass sehr viel mehr Ordnung in diesen Pfandsortierräumen herrscht und ein großes Problem einfach durch eine Maschine gelöst werden kann. Und ich zeige es Ihnen, wie das aussieht. Parallel dazu, man denkt ja immer, Pfand ist so deutsch. Können Sie vielleicht auch in den Chat schreiben, wann gab es oder aus welchem Jahr stammt das erste Pfandsystem der Welt? Und ich kann verraten, es kommt aus Schweden und es ist nicht deutsch. Also ich hätte ja gedacht, es ist deutsch, aber es ist tatsächlich schwedisch. Jetzt probiere ich mal parallel das aufzumachen und den Chat zu lesen. Können wir einmal raten? Keiner möchte mir in den Chat schreiben. Vielleicht funktioniert der Chat gar nicht. Das ist sehr, sehr schade. Okay, dann löse ich es aber auf. Warum ist es stehen geblieben? Das soll es nicht. Das erste Pfandsystem gab es 1885 in Schweden. Und hier sieht man den Roboter. Ah, funktioniert. Sehr, vielen Dank, Frau Hübsch. Hier sieht man den Roboter, der die Flaschen sortiert, der die Flaschen in die richtigen Kästen tut, der durch Computer Vision sogar erkennen kann, sind es volle Flaschen, sind es leere Flaschen. Und ich glaube, wenn man sich das so anguckt, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Bereich und natürlich ist es auch Lebensmitteleinzelhandel. Hier werden wir in den nächsten Jahren ganz viele Beispiele sehen, wo Roboter und Automatisierung uns sehr viel unangenehme Arbeit abnehmen werden. Und
uns entlasten und vor allem das Personal, das ja auch immer rarer wird, einen unglaublichen Mehrwert bieten. Können sich das auf der Seite von Chirontech auch anschauen. Der erste Prototyp wird jetzt in Deutschland in den nächsten Monaten installiert. Also das ist ganz, ganz neue Technologie und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt kommen wir aber von den hinter den Kulissen Themen, die ich sehr spannend finde, auch zu Robotern, die schon auf der Fläche zu finden sind. Hier haben wir Rob, das ist aus einem Rewe in Aalen und Rob komplementiert da das Team auf der Fläche, der hilft bei der Suche nach Produkten. Natürlich hat er nie schlechte Laune, man kann mit dem interagieren über ein Touchpad, aber auch über Sprache und wahrscheinlich ist es sehr menschlich, natürlich sind wir uns da noch sehr uneinig in der Expertenwelt, bringt das jetzt einen Mehrwert oder ist es nur ein Gimmick? Wir werden es sehen, weil wir müssen natürlich immer die Frage beantworten, wie zufrieden ist denn der Mensch dann tatsächlich mit dieser Interaktion? Ein Kollege von mir, der Professor Rüschen, hat sich das angeguckt und sagt, naja, das ist nur ein Gimmick und im Zweifel nervt er vielleicht, wenn er sogar auf der Fläche rumfährt. Aber ich glaube, diese Technologie und auch diese Zusatzinformationen, die wir durch Technologie erreichen, ist wahnsinnig spannend. Und um das Thema Robotik abzuschließen, habe ich noch ein Video mitgebracht. Das ist wieder Boston Dynamics. Wir sehen hier auf der rechten Seite Spot, also der gelbe Roboter, ist ein Standardprodukt von Boston Dynamics, der eingesetzt wird im Bergbau, als Wachhund, also für Überwachung von großen Industrieanlagen und für vieles mehr. Und die rechte Seite sieht natürlich noch sehr roboterhaft aus. Jetzt hat Boston Dynamics sich eigentlich den Scherz erlaubt, den anzukleiden und ihn, ja, einfach mit Leben zu füllen, sodass es nicht mehr aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film. Und wenn man sich das anguckt und auch die Bewegungsdynamik sich anguckt, finde ich, zeigt das, wo es in Zukunft hingehen wird. Und häufig ist es ja so, dass wir dann sagen, ja, ist, USA. Spot von Boston Dynamics ist auch in Deutschland im Einsatz. Es gab eine Brandkatastrophe in Essen vor 2 Jahren und da wurde quasi dieser Roboter eingesetzt, weil man nicht mehr in das Gebäudeinnere kommen konnte als Rettungs- und Überwachungsroboter, weil das Gebäude einsturzgefährdet war. Und ich glaube, die Technologie ist da. Wir werden die zwar noch nicht morgen auf der Fläche sehen, aber in 5 Jahren wird die Fläche anders aussehen, ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Gibt es bis an diese Stelle Fragen, die ich eventuell beantworten kann zu Automatisierung und Robotik? Gibt es nicht? Müssen nicht mit mir reden. Ich muss das jetzt hier wieder aufmachen. So. Sehr gut. Dann, das war natürlich jetzt sehr in die Zukunft geschaut. Das dritte Technologiethema, Digitalisierung. Hier passiert wahnsinnig viel. Digitale Etiketten, AfD-Technologie, wir haben digitale Voucher, wir haben Apps mit Loyalitätskarten, wir bezahlen nicht mehr mit Bargeld, sondern bezahlen mit dem Handy. Es gibt unglaublich viele Beispiele aus der Digitalisierung und wir haben uns im Team zusammengesetzt und 3 Beispiele haben uns nachhaltig fasziniert beziehungsweise gezeigt, dass sich sehr viel tut. Und das erste ist die Digitalisierung noch nicht mal für den Endverbraucher, sondern hier haben wir ein Beispiel für Digitalisierung der Mitarbeiter von Douglas. Douglas hat mit Dienstleistern die Salesforce, also die Mitarbeiter auf der Fläche, mit mobilen Endgeräten ausgestattet.
Und diese mobilen Endgeräte sind Suche, Verkauf, Kasse, alles in einem. Und so habe ich quasi auf der Fläche einen Omnichannel-Ansatz und digitale Erweiterung der Mitarbeiter. Ich kann als Mitarbeiter alles suchen, alles finden und erzeuge natürlich eine Win-Win-Situation, weil der Kunde sehr viel besser aus meiner Sicht beraten werden kann. Wie das aussieht, zeigt ein Video von Douglas, das finden Sie auch im Internet, wo die Technologie im Einsatz gezeigt wird. Wir haben Beratungssituationen auf der Fläche. Eine Kundin entscheidet sich dafür, etwas einzukaufen, etwas direkt abzukassieren. Und mit diesem System kann sie Loyalitätskarten einscannen, kann sofort bezahlen. Der Kunde muss nicht mehr an die Kasse. Es ist alles integriert. Ich kriege Preisinformationen, wenn Kunden sich nicht sicher sind. Ich kann nachschauen in der Datenbank, welche Inhaltsstoffe in Produkten sind. Und ich habe es immer an der Mann, an dem Mann oder an der Frau. Und solche Ökosysteme werden wir in Zukunft aus meiner Sicht immer mehr sehen. Und nicht nur das Smartphone auf der Fläche oder auch im Lager revolutioniert die Handelswelt, sondern auch andere Hardware-Produkte. Und das wäre dann auch mein zweites Beispiel. Und wieder geht es um die Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Sea-Watch kennt. Sieht man häufig, dass Technologie aus der privaten Welt auch in die Businesswelt schwappt. Und Sea-Watch ist eine Smartwatch, die darauf ausgelegt ist, als Wearable die Kommunikation im Handel zu unterstützen. Wir haben hier eine Sprachsteuerung, wir können hier über Gruppen kommunizieren, wir haben einen nahtlosen Kundenservice und alles läuft über die Uhr, was natürlich jetzt im Gegensatz zu dem ersten Beispiel den wahnsinnigen Vorteil hat, ich habe die Hände frei, weil die Uhr ist am Handgelenk, das Smartphone muss ich immer noch aus der Hosentasche oder von dem Bändel in die Hand nehmen und die Uhr ist einfach sehr, sehr einfach zu bedienen und natürlich, ich habe die Hände frei, wenn man sich das jetzt anguckt. Das ist ein Beispiel von Decathlon, wo Mitarbeiter über die Uhr in Kombination auch mit Smartphone Dinge auf der Fläche finden können, miteinander kommunizieren können und somit den Kunden besser bedienen können. Und natürlich aus meiner Sicht, wenn ich einen Händler sehe, der solche Technologien nutzt, hat es auch für die Wahrnehmung des Endkunden natürlich einen immensen positiven Effekt. Mein letztes Beispiel, und jetzt sind wir überhaupt nicht mehr im Lebensmitteleinzelhandel, sondern tatsächlich bei der Beratung und bei der Anprobe im Laden. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich komme aus der virtuellen Realität. Ich habe vor 20 Jahren sehr viel über Augmented Reality und virtuelle Hilfsmittel geforscht. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es tatsächlich im Alltag angekommen ist. Und hier zwei Beispiele kombiniert. Einmal ein skandinavischer Klamottenladen, Son of a Tailor, der im Laden jetzt über Augmented Reality und künstliche Intelligenz Größenberatung anbietet und natürlich für den Kunden den Mehrwert schafft, dass ich genau weiß, welche Größe muss ich anprobieren, aber auf der anderen Seite auch Mehrwert schafft für die Passgenauigkeit. Weil durch die Daten, die Son of a Tailor erfasst hat, wurden 24 Größen entwickelt und somit findet der Endkonsument sehr viel passgenauer, was er sucht
Und es gibt nicht mehr nur die Standardgrößen zwischen XS und XXL. Ich glaube, solche Systeme sehen wir noch nicht sehr häufig. Aber ich habe noch einen Bereich ergänzt und das ist Ihnen vielleicht auch schon untergekommen. Wenn man heute Brillen, vor allem im Internet, sich anschaut, haben wir überall virtuelle Anprobe. Und gerade im Brillenbereich ist es fast nicht mehr wegzudenken. Aber auch wenn Sie bei IKEA Möbel kaufen, kann man mittlerweile über Augmented Reality Möbel in das eigene Wohnzimmer stellen. Und hier frage ich mich, welche Möglichkeiten künstliche Intelligenz und Augmented Reality uns noch bieten werden in der Zukunft. Ich glaube, die Spielwiese ist wahnsinnig groß und die Herausforderung wird immer nur sein, wirklich Mehrwert zu generieren jenseits einem digitalen Gadget. Und ich konnte den Spiegel noch nicht ausprobieren, aber ich glaube, dass das genau die richtige Richtung ist, um hoch individuelle Kundenwünsche bedienen zu können. Jetzt bin ich mit meinem Technikteil tatsächlich schon am Ende. Das waren ein kleiner Einblick in Technologie, Technologie, die uns begeistert, Technologie, an die wir glauben und von der wir denken, dass sie zukunftsweisend ist. Und ihr habt schon erwähnt, der Kunde natürlich, der Endkunde steht immer im Mittelpunkt. Und deswegen möchte ich noch einen Schlenk in die Service-Ökonomie machen. Und Service wird immer wichtiger oder wurde in den letzten 10 bis 20 Jahren immer wichtiger, aber auch immer komplexer, da die Anforderungen des Endkunden immer individueller werden. Und deswegen möchte ich über das Thema Things as a Service sprechen. In einer der Vorversionen der Präsentation stand an dieser Stelle Food as a Service, aber dann dachte ich mir, es geht ja um alles as a Service mittlerweile. Und zur Einstimmung und wo meine Gedanken herkommen, das sehen Sie hier in Bildern. Heute müssen wir Lebensmittel im Lebensmitteleinzelhandel kaufen oder wir bestellen sie und sie werden uns geliefert. Und ich finde den Gedanken super spannend, dass es uns ja oder vielen, Herr Hartmann hat es am Anfang gesagt, er geht wahnsinnig gerne einkaufen. Ich bin da auf der anderen Seite, ich gehe nicht wahnsinnig gerne einkaufen. Ich möchte einfach nur, dass die Dinge in meinem Kühlschrank sind und wie die da hinkommen, ist mir relativ egal. Ja, also der Service, dass jemand kommt und mir das in den Kühlschrank stellt, das wäre so mein absolutes Highlight. Und dann hat es mich ein bisschen geritten und ich habe weitergedacht und noch weiter recherchiert und dachte mir dann, naja, ich brauche auch eigentlich gar keinen Kühlschrank, weil wenn ich einen Drucker hätte, der mir meine Lebensmittel drucken könnte, und wir sind da schon, weil es gibt additive Verfahren, die können auch schon Lebensmittel drucken, dann bräuchte ich noch nicht mal mehr den Kühlschrank. Und auf dem mittleren Bild sehen Sie tatsächlich Bilder, kann man sich jetzt streiten, ob das lecker ist oder nicht, über additiv gedruckte Lebensmittel, die aus wahrscheinlich Flüssigkeiten zusammengedruckt werden. Und ich habe extra keine Zahlen dran geschrieben, weil ich glaube, so weit in die Zukunft kann ich gar nicht gucken. Aber vielleicht sieht es 2050 so aus wie in der Mitte. Und dann habe ich mir erlaubt, noch eins weiter zu denken, weil eigentlich aus menschlicher Sicht, außer der Genuss der Lebensmittel, brauche ich ja nur Kohlenhydrate, Proteine und Fette intravenös. Das könnte ich mir auch nachts einfach in die Vene schießen. Dann bräuchte ich weder den Kühlschrank noch den Drucker. Aber das ist natürlich unglaublich weit weg. Das Thema as a Service ist aber sehr, sehr nah. Und ich habe mit dem Team zusammen mir angeguckt, was für Buzzwords es da gerade alles gibt. Und wir haben eine Flut von as a Service Produkten, Angeboten da draußen.
Und die Serviceökonomie, das ist auch nichts Neues. Ja? Das hat in den späten 70er, frühen 80er Jahren angefangen, hat sich etabliert. Und mit dem Cloud Computing eigentlich, also es war wieder so eine technische Innovation, hat sich dann Software as a Service etabliert. Das heißt, ich musste auf einmal nicht mehr eine CD kaufen und mir ein Programm auf den Computer spielen, sondern ich konnte einfach Software aus der Cloud verwenden. Hat natürlich wahnsinnige Vorteile, wenn wir so an OPEX und CAPEX denken, weil ich muss Dinge, auch eine Software, nicht mehr käuflich erwerben, sondern ich kann sie auch über ein Abo bestellen. Ich kann ganz andere finanzielle Modelle hinterlegen. Und immer mehr Produkte und Dinge, deswegen Things as a Service, werden als Service angeboten. Und wenn wir uns das bei Wanze zum Beispiel angucken, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, unser Heldenprodukt ist natürlich immer noch der Einkaufswagen. Wir arbeiten im Moment auch an Modellen wie zum Beispiel dem Trolley as a Service. Das heißt, ein Einzelhändler muss sich den Einkaufswagen gar nicht mehr kaufen, sondern er bekommt ihn einfach zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, alle von uns kennen die Vielzahl dieser verschiedenen As-a-Service-Bereiche. Und für heute und wieder, ich werde natürlich nicht über alle sprechen, keine Sorge, haben wir uns überlegt, warum boomt denn dieses As-a-Service-Geschäft so sehr? Und eine Interpretation war, dass As-a-Service all das löst, was ich nicht mehr machen möchte. Also wie eben gesagt, ich möchte nicht mehr einkaufen, sondern ich möchte mein Food-as-a-Service. Ich möchte die Software nicht mehr auf CD, sondern ich möchte Software-as-a-Service. Ja, und verschiedene Dinge, die im Handel uns treiben und die der Endkonsument nicht mehr möchte oder die er möchte, treiben uns natürlich dazu, Services anzubieten. Und ich habe hier eine kleine Auswahl. Ja. Ich will meine Produkte so schnell wie möglich, also habe ich Delivery as a Service. Ja. Es geht um Same-Day-Delivery. Ich will nicht mehr übers Nachkaufen nachdenken, also habe ich Abo-Modelle, ja, also Produkte, die mir gesendet werden, as a Service. Ich will essen, trinken, konsumieren, wo und wann es mir passt. Also habe ich Food as a Service, entweder im Laden, über Lieferung oder auch außerhalb. Ich möchte so achtsam wie möglich einkaufen für mich und für die Umwelt. Das ist dann sowas wie Conscious Consumerism beziehungsweise Consciousness as a Service könnte man es nennen und Self-Checkout. Ich will an der Kasse nicht mehr warten, ich will nicht anstehen, also auch das Auschecken as a Service. Und aus diesem Portfolio habe ich mir für heute abschließend für dieses Service-Ökosystem drei Bereiche ausgesucht, die auch wieder wahrscheinlich so ein bisschen technisch angehaucht sind. Es wird sich im Laufe der Webinarreihe ändern, dass es nicht mehr so technisch sein wird. Und das erste ist Same-Day-Delivery. Hier tut sich in Deutschland noch nicht so viel, aber auf dem internationalen Parkett wahnsinnig viel. Und warum das für uns so wichtig ist, ich glaube, dass wir verlernt haben zu warten. Meine Oma hat zu mir immer gesagt, Geduld ist eine Tugend. Ich glaube, heute haben viele von uns Geduld verloren und ich zähle mich da wahrscheinlich auch dazu. Ich habe auch Geduld verloren, weil alles 24/7 verfügbar ist, weil alles sehr schnell funktioniert. Ich kann Fernsehen gucken, wann ich will. Ich bestelle bei Amazon und kriege am nächsten Tag meine Sachen geliefert. Und diese Geduld ist uns abhanden gekommen und neue technologiebasierte Liefermöglichkeiten werden uns in den nächsten Jahren umtreiben. Und wie gesagt, ich bin ein Technologie-Fangirl. Drohnen, könnte man jetzt sagen, puh, ist ähnlich wie Roboter.
Da ist die Frau Armbruster weit gesprungen in den Themen. Aber wenn man sich tatsächlich tiefer mit dem Thema Drohnen auseinandersetzt, ist es sehr, sehr faszinierend. Wieder Zahlen, Daten, Fakten. Die Drohnenindustrie boomt. 30% der Lieferunternehmen weltweit planen Drohnenintegration. Das fand ich tatsächlich eine fette Zahl. Wenn wir uns die Zahlen angucken, 2020 in den USA 1,7 Millionen Drohnenregistrierungen, nur USA, mittlerweile wahrscheinlich sehr viel mehr. Weltweit wird erwartet, dass der Drohnenmarkt bis 25 auf 42 Milliarden US-Dollar ansteigt, mit einem immensen Wachstum, jetzt nur von 24 bis 28. Die meisten Drohnen werden in China produziert, aber da ist nicht der einzige Drohnenmarkt, aber da tut sich sehr, sehr viel. Das zeige ich Ihnen auch noch gleich. Es gibt sehr, sehr viele Verbraucherdrohnen natürlich. Und wir haben aber, wenn man jetzt wieder in die USA schaut, über 300.000 schon kommerzielle Drohnen im Einsatz. Das heißt, Drohnen, die tatsächlich Dinge liefern, die von einem Händler oder von einer Firma verschickt und transportiert werden. Großer Sektor ist auch der Agrarsektor. Und wie schon gesagt, zu Anfangs, es wird prognostiziert, dass 30% der Lieferunternehmen Drohnen in den Einsatz bringen werden in den nächsten Jahren. Und es gibt natürlich auch noch andere Einsatzgebiete von Drohnen. Das wollte ich auch nicht unterschlagen. Sehr viel in der Strafverfolgung, aber auch in Industrien, zum Beispiel wie der Bauindustrie. Da ist letztes Jahr zu diesem Jahr der Drohneneinsatz um 239% gestiegen, was ich auch eine unglaublich hohe Zahl finde. Und wenn man sich das jetzt im Retail anschaut, wie kommt eigentlich das Lebensmittel oder das Produkt oder meine neuen Schuhe zu mir? Über Drohnen. Und es werden überall auf der Welt Drohnenlieferungen getestet und eingesetzt. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, und es sind nur 8 Jahre, das ist für eine Technologieentwicklung relativ wenig. Prime Air, also wieder mal Amazon, hat das erste Paket 2016 ausgeliefert, hat 12 Minuten gedauert. Das sind so ungefähr die Standard Lieferzeiten für Drohnenauslieferungen. Wir hatten gleichzeitig, also 2016, Zipline, die aber rein im medizinischen Bereich unterwegs waren. Und seitdem hat sich der Markt extremst entwickelt. Nicht so sehr in Europa, aber vor allem in China, in Afrika und in den USA. Auf der linken Seite auf dem Foto sehen Sie eine Drohnenlieferstation, weil natürlich die Frage ist, wo landet diese Drohne? Ja, und das ist Might One. Und die liefern Essen und Lebensmittel in China über diese Kioske. Also ich bestelle mir das Essen an den Kiosk. Die Drohne fliegt auf den Kiosk, liefert das Essen ab. Und innerhalb von 12 Minuten habe ich das, was ich mir bestellt habe. Wing ist ein Dienst in den USA, der mit DoorDash zusammenarbeitet. Da kann ich mir zum Beispiel bei Wendy's Pommes frites und Donuts bestellen. Wir haben immer noch sehr viele Anbieter, die natürlich für abgelegene Gebiete die Drohnen einsetzen. Einmal für Medikamente, aber auch gibt es in Norwegen die ersten Anbieter, die sehr erfolgreich über App-Bestellung und dann Lieferung innerhalb von 24 Minuten Dinge liefern. Und dann ist bei den Drohnen immer noch die Frage, von welcher Traglast sprechen wir hier? So eine normale Lieferdrohne hat so ungefähr 6 bis 8 Kilo Traglast. Aber mittlerweile gibt es auch riesengroße Drohnen oder unbemannte Fluggeräte. Und da reden wir dann bis zu einer Traglast von 150 Kilo und 500 Kilometer. Und das finde ich schon ganz ordentlich. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wie das bei Wendy's aussieht. Wir haben diese Drohnenstartplätze, dann werden die Lieferungen bei einem Händler abgeholt in einer drohnenkompatiblen Verpackung und werden über die Drohne ausgeliefert. Und ja, es ist Zukunft, aber es
ist möglich und es ist vorhanden. Und bei der Recherche hat eine Studentin, die mich unterstützt hat, ein unglaublich schönes Beispiel gefunden, weil Wing, das ist dieser Drohnenlieferant, gibt es eine Kundin, die die meisten Drohnenlieferungen bis jetzt bestellt hat. Und es ist eine 84-jährige, man muss sich das auf der Zunge vergehen lassen, 84-jährige Amerikanerin, die insgesamt 1200 Drohnenlieferungen bestellt hat. Und darunter waren 210 Muffins und 93 Cookies aus einer lokalen Bäckerei. Also es ist auch hier keine Altersgrenze gesetzt. Wahrscheinlich hat die sich wahnsinnig gefreut, dass sie nicht selber laufen muss. Und 1200 Bestellungen ist auch sehr, sehr ordentlich. Aber natürlich, ich versuche das ja immer so in Relation zu setzen. Und ja, Amerika und ganz anders und auch andere Regulatorik. Aber auch in Deutschland ist es möglich, gerade aktuell abgeschlossen und die Ergebnisse sind noch nicht alle veröffentlicht, hat ein deutsches Startup Wingcopter gezeigt, was möglich ist und wo auch Grenzen liegen. Und Drohnenlieferung ist auch in Deutschland möglich. Das ist ein Beispiel aus dem Rheinland, wo Lebensmittel und Medikamente über den Dienst Liefermichel per Drohne geliefert wurden. Wingcopter ist auch in Japan unterwegs und in Malawi. Aber gerade dieser Einsatz in Deutschland war für mich sehr faszinierend. Die Ergebnisse zeigen, wirtschaftlich ist das Ganze noch nicht rentabel, weil im Moment ist es noch so, dass eine Drohne mit einem Piloten bzw. Überwacher gesteuert werden muss. Und in Zukunft müsste sich diese Relation ändern. Wenn ich dann einen Drohnenüberwacher für 10 Drohnen habe, dann wird es schon sehr viel profitabler. Und auch in Deutschland ein Riesenproblem, dass natürlich diese Drohnen nicht einfach bis zur Haustür fliegen dürfen. Da haben wir halt regulatorische Hürden, was ja auch eigentlich gut ist, weil das die Wohnsiedlungen und uns alle schützt. Deswegen sieht man in diesem Bild auch, das Wingcopter-Beispiel war eine Drohnenlieferung und dann die letzten 100, 200 Meter mit einem Fahrrad. Und die Regulatorik, ich habe in den Klammern in Theorie geschrieben, überholt sich auch hier zeitlich sehr, weil wir haben jetzt in Lüdenscheid die erste vom Bundesamt für Luftfahrt genehmigte Betreiberlizenz für Drohnenlieferungen. Das ist eine Firma, die heißt Koschulte und die verteilt Päckchen zu einer Nachbarfirma über Drohnen, weil sich das einfach von der Zeit her rechnet. Und es gibt jetzt eine genehmigte Flugroute für Drohnen in Lüdenscheid. Das Ziel dieser Firma sind 20 Fluglinien, die sie dann abdecken können. Und hier werden Transportdrohnen eingesetzt, die bis zu 45 Minuten fliegen können. Also auch hier werden wir sehr viel Bewegung hier im Luftraum sehen. Und ich habe eben schon angedeutet, es wird immer rentabler. Noch ist es Zukunftsmusik. Ja, Drohnenlieferungen sind noch teuer. Ja, das mit den Beobachtern, mit den Drohnen, das passt noch nicht. Und natürlich kann eine Drohne nur ein Paket liefern. Deswegen sind Vergleiche ein bisschen schwierig. Aber wenn man sich auf der rechten Seite die Kosten und auch die CO2-Emissionen anschaut, Drohne im Gegensatz zu einem elektrischen Fahrzeug, einem elektrischen Van oder auch Standardverbrennern, da sieht man, je mehr Drohnen ein Observer fliegen kann, desto besser wird die Energiekosten, Arbeitskosten und generell Kostenstruktur. Und wahrscheinlich werden wir hier auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen Tipping Point sehen, wo sich das dann lohnt. Gut, hören Sie mir schon fast eine Stunde zu. Wir sind schon bestimmt 75% des Webinars fortgeschritten und ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Ich hatte diese 5 Bereiche aufgelistet und
Ein Bereich war, ich will einkaufen und essen, wann und wo es mir am besten passt. Das Thema habe ich mitgebracht, weil die Zahlen mich tatsächlich sehr erstaunt haben. Und es geht hier um wieder Lebensmittel, Food Away from Home. Und die Frage, wo konsumieren wir eigentlich? Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil häufig habe ich so eine deutsche Brille an, was auch ganz klar ist, weil ich ja in Deutschland lebe, konsumiere und auch mein ganzes Umfeld sich in Deutschland bzw. Europa befindet. Aber wir sehen hier einen Trend, einen wahnsinnigen Shift. Und der bezieht sich auf die Lebensmittelausgaben und wo der Endkonsument Lebensmittel zu sich nimmt. Und es wird vorhergesagt, dass dieser Away-from-Home-Bereich um 8% in den nächsten Jahren wachsen wird und der ich konsumiere zu Hause, also Home-Bereich, nur um 3%. Und hier auch nochmal als Beispiel, das mich auch immer wieder dazu animiert, über die Grenzen und über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ich fange jetzt mal auf der rechten Seite an. In Deutschland ist das Bild relativ eindeutig. Die meisten Lebensmittelausgaben oder das meiste Lebensmittel wird dann quasi in Ableitung konsumiert zu Hause. Und die Ausgaben für Away from Home sind relativ gering. Wenn man sich das jetzt aber in den USA anschaut, da werden über 50% der Lebensmittelausgaben außerhalb von zu Hause getätigt und somit auch konsumiert. Und ein Beispiel dann noch aus Europa, auch in Großbritannien verschiebt sich das Verhältnis. Ich hoffe, dass wir solche Zahlen in 3 bis 5 Jahren nochmal anschauen können und uns fragen können, was passiert da eigentlich? Und wenn man sich solche Zahlen anschaut, stellt sich halt für mich immer die Frage, wo muss denn der Service greifen? Weil Überschrift des Kapitels war ja Things as a Service. Wie kann man diese Trends beziehungsweise das, was anscheinend der Konsument ja erwartet, unterstützen? Und wie kann man Services entwickeln, Geschäftsmodelle entwickeln, vielleicht auch Produkte entwickeln, die solche Trends unterstützen? Und was wir uns fragen, ist natürlich, welche As-a-Service-Bereiche sind relevant oder werden relevanter werden? Und wieder zurückzukommen auf die Definition von Innovation, mit welchen As-a-Service-Bereichen kann ich eigentlich dann Geld verdienen? Und ich glaube, ich sehe sie jetzt nicht alle, weil Teams etwas eingeschränkt ist. Das sind Themen, die uns alle umtreiben und Themen, die man auf dem Schirm haben muss, weil der Konsument immer anspruchsvoller wird. Ich sehe den Peter, sehr gut. Ich gucke nur immer, ich muss auf den anderen Bildschirm gucken, damit ich sehe, ob Sie Fragen haben oder ob sich was in dem Chat tut. Das letzte Thema, auch so ein Ich-will-Thema und passt wahrscheinlich ganz gut, weil es mit der Quengelzone und der Quengelware zu tun hat. Ich als Konsument, wie schon gesagt, ich bin von der Fraktion, ich hätte gerne alle meine Proteine, Eiweiße und Kohlenhydrate intravenös, aber so weit sind wir noch nicht, aber ich will auch nicht an der Kasse stehen und warten. Und hier ist die große Frage, wie kassieren wir denn in der Zukunft? Wir haben das Beispiel von Douglas gesehen, wo das Personal auf der Fläche kassiert. Sehr angenehm für mich als Nutzerin. Aber die Frage, wo geht es denn mit dem Checkout hin? Und da möchte ich jetzt Sie nochmal fragen, weil solche Themen sind häufig nicht neu. Und wir wundern uns immer, warum die Entwicklungen so langsam sind. Deswegen möchte ich Ihnen die Frage stellen, wann wurde der erste Self-Checkout getestet? Und wer noch weiß, wo, der kriegt einen Extrapunkt. So eine Jahreszahl. Und ich kann schon verraten, waren die Schweizer.
Schweizer haben es erfunden. Ich kann kein Schweizerdeutsch. Es tut mir leid, falls ein Schweizer 1980, ja, 60. Oh, Christian Dinkelborg. Sehr nah dran, Frankreich. Na, Schweiz. Aber ich lasse mich gerne korrigieren, Frau Hübsch. Also, der erste, also ist immer die Frage, wie definiert man Self-Checkout? 1965 von Migros. Migros hat damals etwas an den Markt gebracht und das nannte sich, ganz schreckliches deutsches Wort, Selbsttippkassen. Sehr viele T's, sehr viele P's und sehr viele S's in diesem wunderschönen Wort Selbsttippkassen. Hier wurde der Prozess an den Endkonsumenten verlagert. Das heißt, ich habe selber meinen Kassenbon erstellt, musste dann aber noch zur Prozesskontrolle zu einer Kasse und durfte dann bezahlen. Hat sich nicht durchgesetzt, aber sehr, sehr spannend. Wie gesagt, 1965, Migros in der Schweiz, Selbsttippkassen. Und die Diskussion über dieses, was kann ich an den Endverbraucher auslagern, treibt viele von uns um. Und hier auch ein Blick in die Zahlen. Es tut sich wahnsinnig viel in diesem Bereich. Und auch wieder, die Länder und Regionen sind hier sehr, sehr unterschiedlich. Self-Checkout ist vor allem bei jüngeren Generationen beliebt. Das heißt aber auch, dass es immer beliebter werden wird, weil die älteren Generationen ja irgendwann nicht mehr die älteren Generationen sind, sondern die jüngeren Generationen die älteren Generationen werden. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, die sehr, sehr aktuell sind aus 2023, wenn man in die USA schaut, da wurde gefragt, wenn Self-Checkout-Kassen und Kassen verfügbar sind, was wird präferiert? Sehen wir hier ganz klar altersabhängig in jüngeren Altersgruppen ganz klar, ich möchte einen SCO. In älteren ab 55 Jahre ganz klar, ich möchte an die Kasse. Und wenn man da dann den Blick nach Deutschland wirft, da habe ich keine 1:1 vergleichbaren Zahlen gefunden. Aber das Allensbach-Institut hat gefragt, wo wollen Sie denn in Zukunft Ihre Lebensmittel einkaufen? Und da gibt es das auch, also Supermarkt mit SCO, ganz weit vorne bei den 16- bis 29-Jährigen, ganz weit abgeschlagen bei den ab 60-Jährigen. Und dieses keine davon heißt in einem normalen Supermarkt. Das habe ich nicht abgeändert, so ist es in der Originalstudie, aber wir haben halt den Supermarkt mit Self-Checkout, wir haben Grab-and-Go-Formate, das heißt voll automatisiert kameraüberwachte Formate und das Internet. Und die ab 60-Jährigen, die keine davon angekreuzt haben, gehen wir davon aus, dass die einfach in einem ganz normalen Laden einkaufen wollen. Und die Meinungen zu den SCOs und den Formaten geht natürlich auseinander. Und was ich mich immer frage, gibt es wirklich eine einzige Antwort oder müssen wir hier in unserer komplexen Welt sehr viel komplexer denken? Und aus Handelssicht ist natürlich mit diesen neueren Checkout-Formaten oder halt sich selbst abkassierenden Formaten immer eine Friktion adressiert, die heißt, Personalmangel ausgleichen. Ich habe nicht mehr genug Personal auf der Fläche. Und wenn ich das Abkassieren dem Endkunden zuschiebe, eine Erhöhung der Inventurdifferenz. Und ich glaube, wir haben den goldenen Gral noch nicht gefunden, aber wir erweitern unser Portfolio an Möglichkeiten. Und die Frage wird immer sein, welcher Mix am besten zu welcher Filial- und Handelsform passt. Und wir haben hier alle Systeme aufgelistet
Und uns natürlich die Frage gestellt oder stellen uns tagtäglich die Frage, wer wird denn da gewinnen? Angefangen von der traditionellen Kasse, die wir alle kennen. Kasse mit Kassierpersonen, die es kennt, die abkassiert, die das Bargeld annimmt oder die die Karte annimmt. Wir haben hier Vorteile. Viele sagen, der menschliche Kontakt. Ich kann noch mal reden. Ich habe die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber natürlich auch eine hohe Flexibilität, weil der Mensch sehr, sehr intelligent und spontan auf Fragen antworten kann. Das können unbemannte Systeme natürlich nicht. Nachteile, wir haben Warteschlangen und Personalkosten. Wenn wir jetzt auf das andere Extrem springen, auf der rechten Seite in Grau, haben wir komplett unbemannte Formate. Ich laufe als Kunde rein, ich laufe als Kunde wieder raus. Mir wird automatisch der Kassenbon geschickt. Ich habe keine Warteschlangen, ich habe keinen Bezahlvorgang, beziehungsweise der Bezahlvorgang passiert automatisch. Das Personal kann natürlich für andere Aufgaben eingesetzt werden, aber ich habe hier natürlich immense Nachteile, wenn ich mir die Investitionen angucke, wenn ich mir Themen wie Datenschutz angucke, wenn ich mir technische Probleme angucke bei der Produkterkennung. So ein System, auf dem Foto oben ist Zapka, das ist ein kleines Convenience-Kiosk-Format aus Polen, da funktioniert das hervorragend. Wenn ich mir jetzt einen 2000 Quadratmeter großen Kaufland vorstelle, dann funktioniert das technologisch schon sehr, sehr, sehr viel komplizierter. Und natürlich habe ich immer noch Potenzial für Diebstahl und Betrug, weil der Mensch ist da ja sehr erfinderisch, wenn er weiß, wo er betrügen kann. Und in dieser Range zwischen traditioneller Kasse und Grab and Go habe ich natürlich noch ganz viele andere Formate. Wir sehen fest installierte SCOs in allen Handelsformaten, wo ich mich selbst abkassiere, wo ich quasi meine eigene Geschwindigkeit an den Tag legen kann. Als eine Lösung, wir sehen in Deutschland eher seltener Scan and Go, dass eine Hardware, ein Device vom Supermarkt zur Verfügung gestellt wird oder vom Händler, mit dem ich mich dann selber abkassiere. Wir haben Smartphone, das zum Scannen und Bezahlen verwendet wird. Auch wieder der Deutsche eher zurückhaltend. In anderen Märkten sehen wir hier einen deutlichen Sprung, dass der Endkunde das akzeptiert. Und wir haben den Smart Trolley, der gerade im Lebensmitteleinzelhandel für die große Fläche immer mehr im Kommen ist, weil ich mit diesem Trolley sowohl einladen als auch dann bezahlen und das Geschäft verlassen kann. Und die Frage ist natürlich, wo geht's hin? Ich gucke da immer gerne mal zu den Großen und wahrscheinlich haben viele von Ihnen auch die Diskussion mitverfolgt, was Amazon gerade macht. Es war in der Presse ganz laut und dominant, Amazon macht kein Just Walkout mehr, was überhaupt nicht stimmt. Und Amazon hat in diesem Bereich halt für Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem sie die Technologie entwickelt und implementiert haben, haben sie auch gemerkt, dass es nicht für alle Formate das richtige Format ist und ziehen sich da so ein bisschen aus dem stationären Geschäft selbst zurück, was man aber auch verstehen kann, weil Amazon ja ein Technologieanbieter ist und gehen auch mehr in den Mix. Und da immer die Frage, für welchen Fall brauche ich welche Technologie? Und beide Technologien, jetzt haben wir hier auf der linken Seite den Just Walkout und auf der rechten Seite den Smart Trolley von Amazon, der Dashcard heißt. Beide Technologien haben Vorteile, beide Technologien haben Nachteile. Und wenn wir in die Zukunft gucken, wird einfach die gewinnen, die den besten Return on Invest liefert. Und auch die am besten in den Mix passt. Und das habe ich eben schon erwähnt, häufig führen wir diese Diskussion, was ist denn die richtige Lösung? Und die eine richtige Lösung, das wäre uns als Mensch wahrscheinlich immer am liebsten, wenn wir sagen können, es ist genau das eine. Und ich glaube, das wird gar nicht funktionieren, weil in Zukunft wird es ein Mix sein, weil die Anforderungen der Endkunden so unterschiedlich sind, die Einkaufsmengen sind unterschiedlich, die Technologieaffinität ist unterschiedlich. Und deswegen
werden Kassenzonen sich aus meiner Sicht in allen Geschäftsmodellen verändern und nicht mehr eine Lösung bieten, sondern einen bunten Blumenstrauß an Lösungen. Und wenn man sich das anguckt, natürlich beschäftigt sich da nicht nur Wanzel mit, sondern auch der Rest der Welt. Es gab einen sehr, sehr schönen Artikel, können Sie googeln bei Forbes, der gefragt hat, gibt es eigentlich einen Self-Checkout, den die Kunden lieben? Und in den nächsten Jahren werden wir sehen, welches Format sich durchsetzt. Aus meiner Sicht gibt es da kein Falsch und kein Richtig. In dem Artikel von Forbes geht es um RFID-Tags und den Vorteil von RFID-Tags. Und das ist ganz klar, wenn wir uns bei Zara, Uniqlo, H&M, Decathlon und anderen Anbietern im Bereich Fashion und Sport umgucken, sehen wir diese Art des Kassierens immer häufiger. Wir haben durch den RFID-Tag die Möglichkeit, sehr treffsicher abzukassieren und auch Diebstahl aus Versehen auf jeden Fall zu verhindern, aber auch durch die Technologie eine sehr, sehr akkurate ein akkurates Tracking an den Tag zu legen. Und hier sind wir auch wieder abhängig von der Technologie. Und ich weiß nicht, ob Sie die Preise von RFID-Tags verfolgt haben. Ist auch schon eine alte Technologie, also mittlerweile über 20 Jahre alt. Und 2001 hat so ein RFID-Tag noch 1 US-Dollar gekostet. Ja, total irre. Ja, hätte sich nie gelohnt, den an irgendein Produkt dran zu tackern. Heute sind wir bei weniger als einem Cent pro Stück. Also für all diese Anbieter, die auch hier zu sehen sind, macht das extrem viel Sinn. Und es wird sich dahin bewegen, dass wir halt mit Polymerdruck und auch alternativen Druckverfahren RFID-Transponder einfach aufdrucken können. Und hier auch die Frage, wenn wir jetzt wieder auf die Slide denken mit den Abkassiermöglichkeiten, wenn RFID gewinnt und RFID-Druckverfahren so günstig werden, dass alle Hersteller in dem Barcode einen RFID drucken können, dann müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, wie wir abkassieren, weil dann geht es tatsächlich genauso einfach wie heute zum Beispiel bei Uniqlo oder bei Decathlon. Von daher werden wir sehen, wer das Technologierennen gewinnt. Und früher hat man mich häufig gefragt, als Psychologin, kannst du in die Köpfe von Leuten gucken? Ja, dann habe ich mir gesagt, nee, kann ich nicht und will ich eigentlich auch gar nicht. Manchmal wäre das schon schön und vor allem würde ich gerne manchmal in die Zukunft gucken können, um zu sagen, wo geht denn die Reise hin oder quasi in die richtige Richtung zu laufen. Und ich war 7 Jahre bei der Boston Consulting Group Digital Ventures und habe neue Geschäftsmodelle für große Firmen auf der ganzen Welt gebaut. Und da haben wir natürlich auch immer nach Trends geguckt und nach Studien geguckt und versucht vorherzusagen, was denn erfolgreich werden könnte. Und es gibt einen aus meiner Sicht sehr guten Indikator. Und damit möchte ich jetzt auch gleich das Webinar beenden. Follow the money. Wenn man dahin guckt, wo das Geld ist, dann findet man sehr viel Inspiration. Und das Geld, gerade so im Venture-Capital-Bereich und im Start-up-Bereich, in der Finanzierungswelt, ist ein guter Indikator und kann uns zeigen, wo spielt denn die Musik. Und daher die Frage an Sie nochmal, wer weiß und wer kennt W23? Jetzt muss ich nochmal das hier runter machen. W23, ich schreibe es in den Chat, W23 für uns Deutschsprachige. Sieht so aus, dass nicht. Aber wenn Sie jetzt parallel googeln, dann finden Sie das natürlich heraus. Aber ich löse natürlich auf. Entschuldigung, einmal hier. W23 ist ein Venture Capital Fonds von Ahold Delhaize, Tesco, Woolworth, ShopRite und Empire.
Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie mit diesem Fonds Unternehmen suchen, in die sie investieren wollen, um Probleme zu lösen, die derzeit nicht angemessen angegangen werden. Das heißt, es wird investiert im kleinen Bereich, in Start-ups, in neue Technologien. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn man sich die Investitionsliste von W23 in den nächsten Monaten und Jahren angucken wird, wo das Geld genau hinfließen wird und welche Probleme tatsächlich aus Sicht des Fonds nicht angemessen angegangen werden im Moment. Und ein Beispiel, wo W23 hinein investiert hat, ist das Startup Pray4We. Und hier handelt es sich um eine Plattform zur Orchestrierung von Payment-Anbietern. Hört sich relativ ruhiger an vielleicht, aber ist natürlich ein Riesenthema heutzutage. Und aus meiner Sicht ein wahnsinnig guter Ansatz, weil die ganze Welt wird komplexer, bezahlen wird komplexer. Wir haben viel mehr Bezahloptionen als früher. Und der da ganz weit vorne ist und das quasi alles vereinheitlicht und quasi streamlined, der wird wahrscheinlich gewinnen. Wenn man sich das hier in München oder auch in Berlin anguckt, in der echten Welt haben wir schon sehr viel Unterschiede. Wir haben Shops, wir haben Restaurants, da stehen dann immer so Schilder dran, wir nehmen nur Bargeld, dann läuft man 50 Meter weiter, dann steht da dran, wir nehmen nur Karte. Man denkt sich so, Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun soll und ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehmen soll. Im europäischen Ausland ist es natürlich ein bisschen anders. Da gibt es Länder, die mittlerweile komplett auf Bargeld verzichten. Ich war letztes Jahr in Norwegen, jetzt gerade am Wochenende in Ungarn. Ich hatte kein einziges Geldstück mehr in der Hand. Und die Bezahlmöglichkeiten werden immer diverser. Eine Möglichkeit, das zu lösen, ist natürlich so eine Investition wie hier. Und wir werden sehen, wo uns das Ganze hinführt. Und damit möchte ich jetzt schließen und ich möchte noch einmal Sie alle sehen. Deswegen schließe ich auch meine Präsentation und jetzt sehe ich Sie alle, Frau Schmitz und den Herrn Fuhrberg und den Herrn Rüttger und den Herrn Baudach und den Herrn Debür. Ich habe jetzt wahnsinnig viel gesprochen. Wenn noch einer von Ihnen sprechen möchte und etwas sagen will, freue ich mich da wahnsinnig drüber. Ein einziger Mutiger. Der Herr Baudach, der lacht. Ich glaube, der möchte auch noch was sagen. Na klar, also ich möchte mich bedanken. Es war sehr, sehr informativ und aufschlussreich und hat nochmal gute Ideen gebracht. Vielen Dank dafür. Danke. Und danke, dass Sie jetzt so also ich kenne den Herrn Baudach nicht. Wir haben uns gerade kennengelernt, ja. Und manchmal bin ich übergriffig und spreche Menschen an. Aber Herr Zundner, Sie haben die Hand gestreckt. Ja, ich komme ja aus dem Bereich Ladenbau. Also mir hat das Thema zum Teil gestreift. Und es war für mich grundsätzlich sehr interessant. Vielen Dank dafür. Ich mache vielleicht mal das Licht an, dass man mich auch sieht. war sehr, sehr interessant, sehr weit gefächert, wo das herkommt. Meine Frage wurde beantwortet, sehr schnell. Und ja, Dankeschön. Sehr gut. Und zum Thema Ladenbau kann ich auch sagen, das nächste Mal wird es sehr viel mehr um den Ladenbau gehen. Herr Hartmann und ich hatten so eine kleine, Diskussion, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt anfangen, würde ich gerne mit einem Thema anfangen, wo ich wirklich mich sehr, sehr daheim fühle und wofür ich brenne. Und man hat wahrscheinlich meine Liebe zur Technologie an der einen oder anderen Stelle herausgehört. Aber die nächste Einladung, die kommt und die nächste Session wird sich sehr viel mehr mit der Fläche beschäftigen. Das verspreche ich. Wann wird das sein? Herr Hartmann. Ungefähr. Wir planen für Oktober tatsächlich.
Also wir sind jetzt gerade in der Themenfindung, aber es wird auf die ganz andere Seite gehen. Es wird vor allem um Emotionen gehen. Aber viel mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Aber wir werden diesmal sehr früh die Einladung rausschicken, also mindestens 6 Wochen davor, weil wir jetzt gemerkt haben, dass einige doch im Terminkalender schon verplant waren. Dankeschön. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Ich hoffe, Sie im Oktober wieder begrüßen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in der virtuellen Welt auch so sagt. Aber wir freuen uns auf viele weitere inspirierende Sessions und das war noch Herr Zundner. Entschuldigung, ich wollte nicht, dass sich jemand meldet und ich einfach den Call schließe. Sie bekommen von uns die Unterlage und ich bedanke mich und eine schöne Restwoche. Vielen Dank, gleichfalls. Vielen Dank. Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao.